exponiert ist. Also eine 10-jährige Exposition zum Beispiel im Arbeitsplatz reicht dann schon aus, um etwa dieses erhöhte Risiko zu haben. Es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Alter das. Gerade bei Kindern, die bei rauchenden Eltern aufwachsen, ist natürlich dann eine massive Schädigung zu erwarten. Am Nachmittag ist Hauptbesuchszeit. Da dampft das Treppenhaus. Der frisch operierte Blinddarmpatient qualmt und die ganze Familie raucht mit. Aufhören wegen der Kinder? Fehlanzeige. Ich wollte aufhören, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es 4 Wochen durchgehalten und dann habe ich wieder angefangen. Stress und... Wie war das während der Schwangerschaft? Habe ich auch geraucht. Ja. War zwar blöd, aber ich konnte es nicht lassen. Und alle Ärzte haben gesagt, nicht rauchen. Und ich habe mich nicht dran gehalten. Und... Wir sind ja trotzdem gesund. Gott sei Dank. Diese Besucherin ist nicht die einzige Mutter, die hier raucht. Der Aschenbecher vor der Entbindungsstation, immer gut gefüllt. Mit den Folgen sieht sich Oberärztin Dr. Schuh täglich konfrontiert. Raucherbabys sind oft zu klein oder kommen zu früh auf die Welt. So wie dieses Baby. Das Kleine ist auf Entzug. Es gibt Entzugserscheinungen bei den Kindern, die auftreten, sodass es manchmal auch so ist, dass es sinnvoll ist, trotzdem die Schadstoffe in die Muttermilch übergehen, dass die Mutter weiter stillt, damit das Baby nicht so sehr Entzugserscheinungen bekommt. Wie äußern sich so Entzugserscheinungen? Dadurch, dass das schreit, sie haben einen schnelleren Herzschlag, was sich auch unter der Geburt abzeichnet, wenn die Mutter während der Geburt zwischendrin rausgeht und raucht. Und sie haben oft eine trockenere Haut, brauchen mehr Flüssigkeit und sind sehr empfindlich und schreien sehr viel. Diese junge Frau ist im 8. Monat schwanger. Viele werdende Mütter rauchen hier. Aber keine wollte ihr Gesicht zeigen. Zu groß die Scham. Silke Schuh und ihre Kollegen suchen immer wieder das Gespräch mit den jungen Frauen. In aller Regel vergeblich. Wir versuchen das immer wieder. Viele sagen, sie kommen vom Rauchen nicht weg. Manchen scheint es auch ein bisschen egal zu sein, solange wir ihnen sagen, dass mit dem Kind alles gut ist. Das ist erstaunlich. Sie wollen ein bisschen von uns die Entschuldigung, dass das Kind gut und gesund ist. Und es ist immer wieder so, dass sie eine Zeit lang versucht haben, nicht zu rauchen, aber es doch nicht schaffen. Nach großen Studien hat sich gezeigt, dass nur 40% der Raucherinnen in der Schwangerschaft wirklich aufhören. Ist ja gut. Ist ja gut. Alles gut. Und nochmal. So, da sieht man jetzt wieder den Kehlkopfdeckel. Andreas Dörmer versucht inzwischen einem Raucher mit dem Laserskalpell zu helfen. Der Lungentumor des Patienten hat bereits weite Teile der Bronchien zugewuchert. Macht die Atemwege immer enger. Ohne diesen chirurgischen Eingriff würde der Mann ersticken. Bei der Laserung versuche ich den Tumor, der das Bronchialsystem verlegt, zu beseitigen und die Atmung wieder über dieses dann geöffnete Bronchialsystem zu ermöglichen. Aber damit ist der Patient nicht geheilt. Damit geht es ihm nur vorübergehend etwas besser, denn es wächst natürlich nach, das muss man also immer wiederholen. Geheilt ist er nicht mehr. Ja, man kann ihm nur eine gewisse Erleichterung verschaffen. Im Treppenhaus hat sich ein neues Rauchergrüppchen gebildet. Manchmal erlauben sich die Patienten ein Späßchen zu ihren Gunsten. Machen aus unerwünscht erwünscht.
Über solche Scherze kann Gunther Gerhardt nicht lachen. Herr Gerhardt hat Knochenkrebs. Früher hat er auch geraucht. Jetzt stört ihn der Qualm. Die Chemotherapie macht die Nase empfindlich, sagt er. Die Kranken im Treppenhaus, Verrückte. Hier kriegen Sie die Behandlungen. Dann können Sie kaum laufen. Dann gehen Sie raus ins Treppenhaus und hauen sich da die Zigarette an. Beim letzten Mal war ich auf einem Zimmer gewesen, hat die Kollegin mir gesagt, wenn der kam, hat mir das ja gerochen. Ich rauch da nur eine halbe. Sag ich, will raus? Na ja, so 20, 25 Stück. Können Sie ausdrücken, wie viel das sind ja dann. Das finde ich nicht gut. Hier müsste absolut Verbot sein. Die Ärzte bemühen sich, um den Mann hochzubringen. Oder die Frauen, es sind ja sehr viele Frauen, ja, genau, wie die Ochse. Und das finde ich absolut nicht gut. Bei Gastwirt Dane Angeloff ist immer noch unklar, ob er einen Lungentumor hat. Tragisch wäre das. Hat er doch immer penibel versucht, seine private Welt rauchfrei zu halten. Bei mir im Auto raucht keiner. Und nie wird nie geraucht. Schon fast 30 Jahre fahre ich Auto, hat nie keine Zigarette bei mir im Auto angezündet oder sowas. Aber in Ihrer Gaststätte? Wir rauchen richtig. Ich habe irgendwann keine Zigarette oder sowas, das ist stinkig, ne? Das ist normal. Die Gäste wollen rauchen und die rauchen und so. Ne? Böse ist er seinen Gästen nicht. Und eine Nichtraucherkneipe hält er für absurd. Krebs hin, Krebs her. Da kommt keine. Da kommt keine. Das, ich habe x-mal Spaß gemacht mit den Gästen und sowas. Da sage ich gleich, kann man zumachen. Und wenigstens ein rauchfreies Krankenhaus? Aber nicht einmal das scheint möglich. Das ist der Erfolg vom Rauchen, der Abzug der Zigaretten. Und das ist kühlgelb. Das kommt vom Treppenhaus. Der Geruch geht wieder ans Zimmer, wenn es auf ist hier. Ne? Und das ist ja meistens. Und das ist ein bisschen unangenehm. Würde ich sagen. Von meinem Standpunkt aus. Und das soll am Ende abgeschafft werden. Drei Tage später wird Lothar Meyer operiert. Die Chirurgen wollen den rechten unteren Lungenlappen entfernen, in dem der Tumor sitzt. Der Eingriff ist schwieriger als erwartet. Der Tumor ist bereits mit der Thoraxwand verwachsen, lässt sich kaum mehr herauslösen. Die Operation dauert 4 Stunden. Hochleistungsmedizin. Die Assistenten haben jeweils nur wenige Minuten Pause. Und die wollen gut genutzt sein. Die Gewöhnung. Wir rauchen ja eigentlich auch nur zwischen den OPs oder in der Pause. Und das ist halt irgendwo auch ein Stück weit abschalten, denke ich. Also, als ich hier angefangen habe, habe ich gedacht, ich höre auf, wenn ich sowas sehe. Keine Chance, leider. Rund die Hälfte des medizinischen Personals raucht, schätzt David. Die Ärzte vielleicht etwas weniger. Definitiv Pflege und Anästhesie. Wir rauchen da schon mehr. Ja. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja. Ich meine, die wissen ja auch genau wie wir, was daraus entstehen kann, aber vielleicht sind sie doch ein Stück intelligenter als wir. Nebenan im OP geht es in die entscheidende Phase. Andreas Dörmer hat den betroffenen Lungenlappen amputiert. So, da sieht man also jetzt den Tumor, den wir aufgeschnitten haben. Das ist die Tumorhöhle. Das ist normales Lungengewebe hier.